die Willy-Brandt-Schule in Mülheim an der Ruhr. Eine Gesamtschule im Stadtteil Stierum. Lebendig, freundlich und inklusiv. Die Willy-Brandt-Schule ist eine vierzügige Ganztagsschule und hat damit eine überschaubare Größe. Die Schülerinnen und Schüler werden vom jungen und erfahrenen Kollegium unterstützt, sich bestens zu entfalten. Längeres gemeinsames Lernen von der 5. bis zur 13. Klasse. So werden aus Kindern und Jugendlichen Persönlichkeiten mit Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit und Vertrauen. Die Willy-Brandt-Schule ist ein Ort zum Leben, Lernen und Entfalten. Wir wollen jedem Kind die Möglichkeit geben, den bestmöglichen Schulabschluss für sich zu erreichen. Jedes Kind hat Talente, die wir entdecken und fördern wollen. Die Willy-Brandt-Schule ist eine zertifizierte MINT-Schule. Wir fördern Schülerinnen und Schüler besonders in den Bereich von Mathematik, Naturwissenschaften und Technik. Besonderen Wert legen wir auf soziales Lernen, individuelle Förderung und Integration. Die Schülerinnen und Schüler werden an der Willy-Brandt-Schule intensiv auf ihrem Weg in den Beruf oder in das Studium begleitet. Ab der Klasse 6 können die Schülerinnen und Schüler ihre zweite Fremdsprache oder einen Schwerpunkt im Bereich Darstellen und Gestalten wählen. Dieses weitere Hauptfach bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit der musischen und künstlerischen Entfaltung. Mir gefällt hier an der Willy-Brandt-Schule am besten, dass nach jeder Stunde 10 Minuten Pause ist und dass die Lehrer hier so nett sind. Der Unterschied zwischen der Grundschule und der Willy-Brandt-Schule ist, dass es hier 60-Minuten-Stunden gibt und dass es hier halt auch höhere Ansprüche gibt. Wenn ich in die Mensa gehe, muss ich meinen Schülerausweis vorzeigen und dann kann ich so viel essen, wie ich will. Es gibt ein Buffet, da gibt es meistens zwei Hauptgerichte, eine Salatbar und einen Nachtischstand nochmal. Und dann gibt es da halt auch noch so einen Getränkespender. Wir haben ja an der Willy-Brandt-Schule auch viele Arbeitsgemeinschaften, zum Beispiel Klettern, Parkour oder Inliner. Hausaufgaben in diesem Sinn gibt es an der Willy-Brandt-Schule nicht. Aufgaben aus dem Unterricht werden in Lernzeiten in der Schule erledigt. Da die Willy-Brandt-Schule 60-Minuten-Stunden hat, haben die Schülerinnen und Schüler für ihre Aufgaben bis zu 3 Stunden Zeit. Eine Lernzeit ist eine Stunde, in der wir die Aufgaben machen dürfen, die wir aufbekommen haben von den Lehrern. Wir fangen an, indem ein Schüler zum Beispiel ausgewählt wird, der dann an die Tafel die Hausaufgaben aufschreiben darf. Und danach müssen wir die in unser Logbuch übertragen und dann dürfen wir schon anfangen. Ein Logbuch ist sowas wie unser Infoheft, wo wir unsere wichtigen Informationen reinschreiben können, wie zum Beispiel Termine wie schulfrei oder halt Wochenplan, Hausaufgaben, alles. In der 8. Klasse gibt es den Wahlpflichtbereich 2. Ich habe mich für informationsverarbeitende Maschinen entschieden, weil mir das Programmieren von Systemen und die Arbeit am Computer sehr viel Spaß macht. Was mich auch interessierte, ist Catering, weil dort lernt man das Leben als Gastronom. Und das ist sehr spannend. Nach der 10. Klasse erwerben die Schülerinnen und Schüler, je nach Leistung, einen Hauptschulabschluss, die Fachoberschulreife oder die Qualifikation für die Oberstufe. Das Abitur macht man an der Willy-Brandt-Schule nach 9 Jahren, also nach der 13. Klasse. Nach der 4. Klasse hatte ich von meiner Grundschule eine Hauptschulempfehlung erhalten. Da meine Eltern aber in mir das Potenzial sahen, hatten sie mich an der Willy-Brandt-Schule angemeldet. Mit viel Eifer von mir und Hilfe der Lehrer habe ich es dann zu meinem FORQ geschafft. Im Moment besuche ich die Oberstufe hier und freue mich schon darauf, mein Abitur absolvieren zu dürfen. An der Willy-Brandt-Schule gefällt mir besonders gut, dass wir eine große Vielfalt an Medien haben und mit Computer und Beamer arbeiten. Die Plattform Moodle ermöglicht es uns, wenn wir krank waren oder den Unterrichtsstoff nicht so wirklich verstanden haben, diesen nachzuarbeiten. Am Fach Chemie schätze ich sehr, dass wir neben dem Theoretischen auch viel praktisch arbeiten mit vielen Experimenten.
Willy-Brandt-Schule ist eine Ganztagsschule. Zum Ganztagsangebot gehören neben den Lernzeiten und dem Mittagessen in der Mensa auch viele Freizeitangebote in den Mittagspausen oder im Nachmittagsbereich. Darüber hinaus wird sehr viel Wert auf den guten und regelmäßigen Kontakt zu den Eltern gelegt. Aus Elternsicht ist die Atmosphäre hier in der Schule sehr gut. Untereinander, die Eltern verstehen sich eigentlich in der Regel und helfen sich, wo es geht. Wir finden es gut, dass die Lehrer eigentlich alles tun, um die Kinder dahin zu bringen, dass sie das Bestmögliche eigentlich aus sich rausholen. Die Kinder unter sich verstehen sich auch sehr gut, habe ich so den Eindruck. Also es gibt sehr wenig Konflikte und wenn, wird wirklich alles dafür getan, um das friedfertig zu lösen. Für die Gesundheit wird viel getan, sportlich wird viel getan. Ganz gut finden wir als Eltern auch den Gesundheitslauf, dass die Kinder da auch mal ein bisschen Aktion zeigen müssen und sich nicht faul einfach zurückziehen. Leben, lernen und entfalten. Die Willy-Brandt-Schule in Mülheim an der Ruhr. Eine Schule des ganztägigen Lernens für alle Schülerinnen und Schüler von der Klasse 5 bis 13.